Ja, guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich habe das vorherige Video mit dem DC-Block-Test gelöscht und habe festgestellt, dass ich da ein bisschen genauer sein muss, damit das klarer wird. Folgender Versuch: Ich habe mit dem Frequenzgenerator einen Offset eingestellt. Schlicht und einfach, hier, man sieht das, ich habe mal 1 kHz eingestellt, 1 Volt RMS Amplitude und dann einen Offset von 1 Volt DC. Und die Krux jetzt ist, dass ich auf dem Oszilloskop diesen DC-Offset sehe. Also ich kann jetzt auch noch ein bisschen verstellen, damit man das eben sieht. Also wenn ich da den Offset vergrößere, jetzt auf 2 Volt, dann steigt eben, dann verschiebt sich diese Sinuskurve von 1 kHz, kann das auch negativ machen, das geht in beide Richtungen. Dann geht dann der Trigger nicht mehr, okay, kein Problem. Aber man sieht dann klar, Offset, der verschiebt sich. Und der Trick ist jetzt nun, dass man den DC-Block einfach einschlauft und sieht oder feststellt oder kontrolliert, ob man den Offset dann noch sieht. Und damit man dann auch die Frequenzbandbreite ein bisschen abtesten kann, kann man dann mit dem Frequenzgenerator sweepen von 0 bis irgendwie zum Beispiel 100 MHz. Mehr kann ich jetzt mit diesem Frequenzgenerator nicht machen. Mit dem SMT03 könnte man dann auf 3 GHz gehen. Das wäre dann, damit man die Bandbreite komplett abscannen kann. Aber es geht ja mehr darum zu zeigen, wie man das überprüfen kann. Nun zum Einschlaufen des DC-Blocks und dann sehen wir weiter. So, ich habe nun den DC-Block eingeschlauft. Wiederum mein 1 kHz, 1 Volt Amplitude und 1 Volt DC Offset. Man sieht jetzt nun, dass natürlich kein Offset mehr angezeigt wird auf dem Oszilloskop. So soll es auch sein. Und ich kann jetzt auch hier mal auf 2 Volt gehen. Durchaus, oder 3 Volt, auch sowas. Und es ändert sich am Oszilloskop nichts, also es gibt keinen Offset mehr. Interessant sind jetzt natürlich auch noch die Frequenzen. Viele haben gesagt, ja, von wo bis wo. Diese DC-Blocks sind spezifiziert, in der Regel vielfach von DC bis irgendwelche Gigahertz. Ich kann hier nur das Prinzip anzeigen. Man kann jetzt einfach entweder sweepen, wenn das der Frequenzgenerator zulässt, oder eben halt die Frequenz hier von Hand verstellen. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf 50 Hertz und dann das Oszilloskop nachregeln. Auch hier, das geht noch perfekt. Also es gibt, der Offset wird nicht angezeigt. Das heißt, der DC-Blocker funktioniert hervorragend. Ich gehe mal auf, ja, ich weiß nicht, wie da mein Oszilloskop, zum Beispiel 10 Hertz, kann ich hier schon einstellen, ob das Oszillo da mitmacht, das werden wir mal schauen. Doch, macht mit. Ja, genau, macht sogar mit hier. Doch, macht mit. Also auch hier, kein Offset, also keine Verschiebung, das ist richtig. Das heißt also, auch bei tiefsten Frequenzen funktioniert dieser DC-Blocker noch. Das ist erfreulich und so soll es auch sein. Man kann also auf diese Art diese DC-Blocker wenigstens annähernd checken. Die höheren Frequenzen müsste man dann eben einen Generator haben, der auch höhere Frequenzen und auch bei höheren Frequenzen einen Offset erlaubt. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor.